Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Soul Mask. Okay, wir werden heute ein bisschen Spaß haben gehen. Okay, bedeutet, wir holen uns nochmal ein paar Pfeile und werden dann, sieht das hier so durcheinander aus, aufteilen 300. So. Das da nehmen wir mit. Dann nehmen wir unsere zwei Pappenheimer mit. Und zwar Kampf, Kampf. Kampf, Kampf. Und dann würde ich sagen, ziehen wir los. Wir gucken mal, was wir so Schönes bekommen. Wir werden... Also mal gucken, was wir da hinten so bekommen. Also eigentlich wollte ich ja auf das Vieh warten, aber im Grunde egal. So, genau. Wir werden als erstes mal hier die Bestien testen. Wir müssen ja die Jungs und Mädels hier irgendwie schon darauf vorbereiten, dass die jetzt arbeiten müssen. Und... Das werden wir jetzt tun. Hops. Okay. Ziel angreifen, Entsendung beenden, bla bla bla. Machen wir alles nicht. Da vorne ist unser Ziel. Oh. Du hast gar keinen Bock, ne? Ich merke schon. Du hast gar keinen Bock, ich merke schon. Egal. Egal. So. Okay. Hallo, warum macht ihr denn nichts? Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt das erste Mal was Negatives sage, aber die NPCs hier sind schon ein bisschen dämlich, ne? Also das muss man leider mal sagen. So, Angriff. Angriff. Wer der mit dem Faustling, der hat aber Bock, war? Der hatte richtig Bock. Gut, aber das ist egal. Wir haben unser Soll hier erfüllt. Wir gucken mal in die Kiste rein und finden hier nichts Gutes, also doch eigentlich schon, aber egal. Okay, und wir werden jetzt hier oben hin und werden mal schauen, was wir da so finden oder eben nicht. Übrigens, Loot nicht vergessen. Wir brauchen immer Loot. Loot ist wichtig und richtig. Loot ist wichtig und richtig. Da hinten müssen wir hin. Also in die Richtung. Das wäre dann hier und dann müssen wir halt, ne? Also, ja. Ist die Richtung schon richtig? Kämpft ihr? Nein. So, muss ich das jetzt eigentlich speichern oder nicht? Ich weiß es halt immer noch nicht. So, okay, weiter geht's in diese Richtung da hinten, 250 Meter noch. Dam, da, dam.
Steine und Baumstämme und Fasern. Wir müssen ja alles mitnehmen. Hätte ich eine Sense, würde ich ja mit der Sense langlaufen, aber die haben wir leider nicht. Oder zum Glück besser gesagt. Oh. Wir haben wieder Action. Hallo. Oh, bis ihr reagiert, ne? Jungs, bis ihr reagiert, ne? Bin ich schon tot, wirklich. Helft mir. Mhm. Okay, wir machen mal den Aktivmodus an. Mal gucken, was sie dann machen. Ob sie dann... Oho. Okay, jetzt zersenden sie alles, oder was? Ja, ist mir eigentlich... Ist mir sogar recht. Eigentlich ist mir das sogar recht. Ich muss nur darauf achten, nicht, dass wir alleine irgendwo hinsprinten. Okay, die zwei geben aber wirklich Gas. Ja, das finde ich geil. Okay, also so kann man natürlich auch spielen. Okay, das gucken wir mal. Gucken wir mal in die Kisten. Hallo. Hier war jetzt nicht wirklich viel drin. So, hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Nö, ne? Okay, dann würde ich sagen, weiter. Nach da. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Kann es sein, dass wir hier irgendwie ein bisschen schlecht laufen? Egal. Zerlegen. Noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Oh, oh. Hier gibt es doch... Oh, ja, Riesenkrokodile. Ja. Hui. Da, greift es an. Oh. Oh. Okay, Riesenkrokodil ist auch Matsche. Das ging schneller als erwartet. Habt ihr gut gemacht. Wo auch immer du bist. Ach, da. Okay, wir müssen einmal rüber. Habe ich mir irgendwas zu fressen mitgenommen? Ja. Und wir hauen uns noch eine Suppe hinterher. Suppi. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. So, dann schauen wir mal, was wir da so finden. Oder was jetzt hier passieren wird. Das erste Mal, dass wir sowas in... sowas machen hier. Da oben ist auf jeden Fall eine riesen Pyramide. Ja, erstmal Pfeil und Bogen. Dann schauen wir mal, was wir hier so bekommen. Dann machen wir das da. Wie geht's euch? Euch geht's gut? Schön. Okay. Das ist auf jeden Fall riesig. Aber sehen tue ich hier noch nichts. Hallo? 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 Okay.
Okay, das kommt ein bisschen spanisch vor, aber naja. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Oder eben nicht. War das nicht so, dass wir hier jetzt schon die Opfergaben machen müssen? Wächterzeichen erforderlich. Was? Wächterzeichen erforderlich? Was denn für ein Wächterzeichen? Haben wir ein Wächterzeichen? Muss ich jetzt hier wirklich jedes Mal hin und her laufen oder was? Was denn für ein Wächterzeichen? Haben wir ein Wächterzeichen? Warte mal. Kann ich von den Pappenheimer einen übernehmen? Nee, ne? Kim. Mein Alpaka ist scheinbar ready. Aber das ist jetzt... Die Tür war gerade offen. Okay, wir können hier tatsächlich gar nichts machen. Uns fehlt ein Wächterzeichen. Ein Wächterzeichen. Was ist das hier? Was ist das? Interaktion. Ah ja. Okay. Okay, warte mal, davon machen wir kurz einen Snip. Sonst vergesse ich das. Okay, also. Wir müssen scheinbar die drei Sachen, vier Sachen. Und dann kriegen wir irgendwas. Okay. Gut. Was ist das da? Ja. Was ist das da für ein... Okay. Was haben wir denn da vorne noch? Das sieht komisch aus. Das würde ich mir gerne mal angucken. Okay. Was bist du? Ah ja, ein Portal. Ah, ein Portal. Halte gedrückt. Aktiviere. Ah, okay, mit dem kann ich tatsächlich teleporten. Maskenenergie 250. Okay, warte mal. Wir haben doch hier diese Steine noch. Erfordert Maskenenergie 250. Okay, das ist teuer, muss ich mal sagen. Aber lohnt es sich, das überhaupt dahin zu jumpen? Okay, wir machen es aber trotzdem. Einfach um zu gucken, wie es funktioniert. Okay. Und die Heinis kommen auf jeden Fall mitgeportet. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay. Gut, das haben wir dann auch mal. Alles klar. Aber... Was mich jetzt ein bisschen traurig stimmt... Dass wir hier oben keinen haben. Können wir so einen Teleporter bauen? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass man irgendwie sowas bauen kann. Kostet zwar unendlich viel, aber... Ich würde eigentlich gerne schon runter. So, okay. Gut. Okay, also das war jetzt wieder nix. Ein Satz mit X. Aber das ist kein Problem. Ja, jagt alles, ne? Ja, jagt alles, okay. Also ein von beiden, ihr helft und steht nur blöd rum. Oder ihr tötet alles. Das ist natürlich prima.
Das ist natürlich prima. Also einen von beiden, ganz oder gar nicht. Das ist gut. So, da. Okay. Das sah aber jetzt auch nicht ganz so gut aus. Aha. Ziehen wir weiter. 1000 Meter noch. So, ein bisschen gesoffen. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Oh. Okay. Premiumfleisch. Okay, das braucht man ja so. Oh. Das braucht man ja so oder so. Das Premium-Fleisch brauchten wir ja so oder so. Also passte das. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch dieses Opfergefäß. Ich glaube nicht, dass wir das bauen können, oder? Opfer... Ah ne, das hatten wir doch, glaube ich, gefunden, ne? Hatten wir das nicht gefunden? Irgendwie sowas war doch da. So. Ups, mir hier erstmal ein paar Eier. Und dann weiter nach Haus. Haus. Nach Haus. Seid ihr eigentlich schon? Ne, Level 9 und Level 10. Schade. Ihr hattet noch kein Level up. Ja. So, mein Freund. Nicht mit mir. Okay, weiter geht's. Hätte ich meine Base neben so einem Porter bauen sollen? Ich weiß nicht. Ich denke ja. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. So, also jetzt im Nachhinein. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, hätte man das vielleicht da wirklich nebenbauen sollen. Möchte ich jetzt nochmal umziehen? Auf jeden Fall nicht. Also wenn bauen wir irgendwo nochmal eine zweite Base oder so, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber sonst nein. Auf keinen Fall, aber auch hier wissen wir jetzt sogar ein bisschen mehr als vorher, ne? Also wie funktioniert was, wir haben drei Farmer dann und so weiter. Also im Grunde wird das alles ein bisschen schneller gehen als jetzt, ne? Also von daher alles gut, aber... Heute nochmal umziehen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also umziehen nicht, neue Base bauen ja. Und das wäre dann in dem Fall. Aber lohnt es sich wirklich daneben zu ziehen? Also was hätten wir denn da? Also wir hätten ja hier das Ding. Wir haben aber hier kaum Fläche. Hier wäre vielleicht noch was. Aber ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ja, oder hier oben halt, ne?
Hier wäre auch noch relativ cool, aber da ist halt... Ja, aber ich finde das hier oben eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Bis dato finde ich das da oben gar nicht so schlecht. Ist zwar ein bisschen außerhalb allem Erreichbaren, huch, aber von der Fläche her finde ich es mega. Aber es ist halt immer laufen. Also wir müssen mal gucken, was das Alpaka jetzt gleich da weg macht. Also wie viel Zeitgewinn kriegen wir dadurch? Kriegen wir überhaupt Zeitgewinn dadurch? Fragen, die ich halt so noch nicht beantworten kann. So, haben wir hier eine Kiste? Jep, haben wir. Au! Fährt ihr mir voll in den Rücken. Gut. Haben wir auch. Und dann weiter. 300 Meter haben wir noch. Vor uns. Also, eigentlich ein Katzensprung. So, weiter. 230. Ich sag den Katzensprung. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das Alpaka da fertig bekommen. Hoffen, dass es dadurch ein bisschen schneller geht. Und dann würde ich sagen, machen wir Premiumfleisch und alles ready. Und düsen dann nochmal hin und mal gucken, was dann passiert. Und ob was passiert. Genauso werden wir es machen. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen... Habe ich die nicht zugemacht? War da schon wieder jemand kacken? Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.